Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu Assassin's Creed Syndicate. Es ist jetzt nicht mal ganz eine Woche hin, bis wir endlich Assassin's Creed Syndicate zocken können, gucken können, je nachdem, was ihr machen werdet. Jetzt am 23. in einer Woche kommt das Spiel ja raus. Ich werde auch nicht der Einzige sein, der das Spiel ein, zwei Tage vorher haben wird. Durch Hexenmagie wieder für einige. Ich weiß nicht, wo ihr euch eure Spiele holt, wa? Aber es ist jedes Mal aufs Neue ein lustiges Erlebnis, wenn die Leute sich wundern, krass, wie hast du es heute schon? Heute ist der 22. Morgen ist doch erst Release. Ach, lustig. Ey, Leute, ich würde nochmal in diesem Video drüber reden, was euch so zum Let's Play erwartet, euch das nochmal in Erinnerung rufen und ein, zwei Punkte ansprechen, wo ich denke, dass Syndicate ein besseres Spiel werden könnte als Unity, ja. Ich bin ja nicht der Einzige, der da so ein bisschen vorsichtiger rangegangen ist nach Unity, was schon einen krassen Cut, so eine Klinge reingehämmert hat in das Fanherz, weil es so verbuggt war. Nicht jeder war da so betroffen wie ich oder andere, aber das hat schon einiges kaputt gemacht. Ich muss immer noch rein. Egal. Also, was euch erwartet beim Let's Play, kurz das abhaken. Für die Leute, die noch nie ein Let's Play bei mir gesehen haben zu Assassin's Creed, sondern bei anderen geguckt habt, da habt ihr schon mal den ersten Fehler gemacht. Ja? Denn hier seid ihr an der richtigen Adresse für Assassin's Creed. Hier sitzt jemand, der hat Bock auf dieses Spiel, der ist Fan von diesem Spiel, er kennt sich aus mit dieser Spielereihe. Und das sind schon so Attribute, die schon die meisten alt aussehen lassen. Ist so. Es gibt ein, zwei Leute, wo ich selber mal reingeguckt habe, so im kleineren Abonnentenbereich, wo ich sage, okay, krass, okay, der hat auch Ahnung vom Spiel, aber sonst, nee, ist so, also meiner Meinung nach. So, also wenn irgendjemand das so ein bisschen wichtig ist, dann seid ihr hier schon mal richtig. So, ich meine, vielen ist es scheißegal, das sehe ich bei Spielen wie Metal Gear so, wenn ich da sehe, dass Leute gucken bei Leuten, die überhaupt gar keine Ahnung haben von der Story. Weiß ich nicht warum, aber gut, ist auch so eine. Ist egal, ist ja jedem selbst überlassen. So, dann ist es ja auch immer so ein Ding. Das wird jetzt das vierte Assassin's Creed sein, was ich zum Release direkt Let's Playen werde. Und jedes Spiel, was ich bisher zu Release gezockt habe, zu Assassin's Creed, wurde immer richtig ausgiebig gezockt. Also 100 plus Parts sind sicher eigentlich. Denn ich gehe auch davon aus, dass mittlerweile das klar ist, ey, wenn es um Assassin's Creed geht, gucke ich nicht bei Beep, sondern bei Saubers, weil er ist der Beste. So habe ich gehört, dass man das so sagt. Der macht's richtig. Habe ich gehört, jetzt sind Rumors. Nee, Quatsch. Ich übertreibe ein bisschen, aber die Kernaussage stimmt schon. Also, wenn ihr Bock habt, dass wir das schön ausgiebig zocken, und das ist eigentlich immer, bei Assassin's Creed läuft es eigentlich immer richtig gut, weil die Leute wissen, ey, cool, viele wissen es. Nicht alle wissen es leider, aber viele wissen es, denke ich, ey, cool, der hat ein bisschen Ahnung. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich der Überexperte, aber der hat Bock auf das Spiel. Auch wenn er ein Fan ist, geht er trotzdem kritisch an die Sache und nimmt nicht jede Scheiße hin, so wie bei Unity. Das gefällt mir. Da bin ich am Start. Ja? Und das Feedback zu Assassin's Creed war ja immer richtig gut von euch. Und das motiviert natürlich einen, auch das Let's Play den Knaller durchzuziehen. Ja? Nicht nur die Story schnell durchrushen, sondern die Nebenmission antesten zum Beispiel. Mindestens Sammelaufgaben machen, Monturen wieder besorgen, aufleveln, Ausrüstung verbessern und so weiter. Das gibt es ja auch wieder, was mich freut. Und das eine oder andere Easter Egg vielleicht mal entdecken und so weiter und so fort. Ja, also 100 plus Parts sind wahrscheinlich wieder drin, locker. So, wer da Bock drauf hat, ist hier an der richtigen Adresse, Leute. So, es ist mir irgendein Punkt entfallen, was ich noch sagen würde. Ich weiß es nicht, aber hier wisst ihr Bescheid. Wer noch ein bisschen mehr Bock hat, irgendwie auf Hintergrundinformationen zum Kanal, zu kommenden Let's Plays, wann vielleicht Assassin's Creed anfängt und so weiter, sollte mal auf jeden Fall auch meine Facebook oder am besten Twitter abchecken. Also Link ist in der Beschreibung oder sucht einfach auf Twitter der Saubus. Folgt mir da gerne mal. Und da seid ihr dann einfach auf dem neuesten Stand, wisst immer Bescheid, wann was abgeht und was nicht abgeht. So. Das dazu. Dann möchte ich nochmal ganz kurz, achso genau, bevor ich das mache. Es gibt noch ein, zwei Themen, über die ich nochmal ein bisschen ausgiebiger sprechen könnte vor dem Release des Let's Plays, des Spiels. Also wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal ein, zwei Themen anspreche, zum Beispiel den Season Pass, das wäre so ein Thema, wo ich nochmal drüber reden will. Jack the Rapper, Junge, was geht, yo?
Jack the Ripper und so weiter. Das wäre so ein Thema nochmal, was man im separaten Video ansprechen könnte vorher nochmal. Oder andere Sachen. Dann lasst auf jeden Fall Feedback da, ja. Ich sag mal so, ich bin jetzt mal Like-Girl, ausnahmsweise, nee, Quatsch, aber ich will einfach Feedback dazu haben. Das heißt, schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr Bock auf ein weiteres Video noch und haut auf jeden Fall mal auf den Like-Button. Also mindestens 1000 sollten drin sein, ist locker, so ist Assassin's Creed, da ist 1000 locker. Ja, ich glaube, was heißt ich glaube, stimmt, das kommt mir gerade so in den Sinn, Assassin's Creed Unity ist bis heute immer noch das stärkste Projekt in Sachen Likes. Ich glaube, der erste Part von Unity hat fast 11.000 Likes, wo mir direkt einer abgeht. Das war überragend letztes Jahr. Also ich für meinen Teil glaube nicht, dass es nochmal annähernd so krass wird dieses Jahr. Aber wenn man die Hälfte schaffen würde, so 5.000, 6.000 zu Syndicate, das wäre schon krass. Mehr ist, boah, krass. Also, Leute, es liegt an euch. Nee, also wirklich, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Jetzt nochmal 1, 2, 3 Punkte, wo ich sage, für mich so, ich glaube, Syndicate wird besser als Unity. Was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, ich bin ja nicht der Einzige, der so ein bisschen vorsichtiger rangegangen ist, ein bisschen unterhypter als zu Unity-Zeiten. Wie gesagt, Unity hat viel falsch gemacht, gerade auf der technischen Seite. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Das wissen die selber. Die haben das Spiel unnormal verkackt, bewusst so rausgebracht, wie es war. Und das ist eine Freche. Das sollte man ansprechen, da haben sie schon gute Schelte bekommen für die jüngeren Ärger. Als über einen Latz gezogen, einen Nackenklatscher bekommen, weil das war einfach scheiße. Es ist einfach so, und das ist so ein Punkt, alleine deswegen werden die sich, glaube ich, deutlich viel mehr Mühe geben, dass Syndicate nicht nochmal so krass verbuggt sein wird wie Unity. Also ich glaube, die technische Seite wird diesmal stabiler sein. Man merkt auch 0,0 Fortschritt in der Optik, in der Grafik. Es sieht gut aus, ja. Mittlerweile natürlich überhaupt nicht mehr High-Class-Niveau oder sonst was. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass es eine riesige Stadt ist und so weiter. Aber es hat sich nicht optisch verbessert. Also es ist, Syndicate ist von Anfang an jedem klar gewesen, der sich das angeguckt hat. Ey, das ist Syndicate, das ist Unity. Es sieht aus wie Unity. Es hört sich an wie Unity, die Animationen sind Unity, wie gesagt, die Sounds, die Menüs und so weiter, alles ist Unity. Und ich glaube, es ist Unity nur in richtig gut, spielerisch, technisch gesehen. Ja? Wenn die nochmal das so verkacken, können die schon mal den ersten Sargnagel in die Assassin's Creed Reihe hämmern. Ja? Und dann wird es vielleicht doch mal Zeit, dass sie sich mal ein Jahr Pause nehmen, wäre ganz gut. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie es nochmal zulassen würden. Wenn sie es nochmal zulassen, das ist so abkackt technisch, dann sind die dümmsten aller Zeiten. Ja, das dazu. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass es nochmal passieren wird. Ich glaube es einfach nicht. Was es schon mal besser macht. Was es natürlich so ein richtig gutes Spiel macht, das werden wir erst sehen, denn das entscheidet für mich die Story, die Charaktere. Das kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Ist klar. Also auch wenn man bei Unity die ganzen Bugs wegnimmt, ist für mich nicht das beste Assassin's Creed, auch nicht Top 3 oder sonst was. Denn da kackt so ein bisschen die Story ab, die Charaktere sind nicht so gut wie bei anderen. Aber das ist natürlich auch alles Geschmackssache, das entscheidet jeder für sich selbst. Dann gibt es noch einen Punkt, die Charaktere. Dass es jetzt zwei gibt, bietet halt einfach viel mehr Möglichkeiten, das abwechslungsreicher zu machen. Auch in Sachen Story. Natürlich ist es so ein bisschen schwarz-weiß, wenn man sich das so anhört. Die eine ist ruhig und besonnen und stealthy unterwegs. Und der andere ist ein Rabauke, richtig laut und schlägt gerne drauf. Das ist so, ja, Gegensätze ziehen sich an. Schwester, Bruder. Wenn sich das natürlich so ein bisschen vermischt, kann es natürlich ein bisschen interessanter werden. Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht? Das ist halt so ein Ding, könnte ganz gut werden. Es könnte sich auch ein bisschen minimal unterscheiden in Sachen Gameplay, was gut sein kann. Dann der Punkt, dass die Gegenwart-Story wieder zurück ist. Die haben selber gesagt, der Gegenwartsabschnitt ist zurück. Unity, kannst du ja nicht nennen. So. Das waren 2-3 Szenen, wo du so ein bisschen aus der Ego-Perspektive dich gesehen hast, wie dir ein bisschen was erzählt wird. Aber das ist ja nichts. In Syndicate soll es zurück sein, so waren die Aussagen von denen. Da gibt es auch natürlich viele lauter Gerüchte und so weiter. Das wäre beispielsweise auch so ein Thema, wo man ein bisschen länger drüber reden könnte vorher. Oder man erlebt es dann halt im Let's Play. Das ist auch so ein Punkt.
ja, was es für mich besser machen könnte, weil das hat gefehlt. Es hat gefehlt einfach. Und was man natürlich sagen muss, so wie es aussieht, können die Nebenmissionen, also das Drumherum, auch besser, intensiver, abwechslungsreicher, interessanter sein. Plus die Stadt halt. Man muss sagen, Paris überragend. Richtig geil. Aber es hat hier und da mal ein bisschen was gefehlt in Sachen Nebenmissionen. Und ich hoffe, dass es hier wieder ein bisschen was anderes ist. Dass man auch dieses Gang-Ding, ja, dass man seine Gang aufbaut, ist auch so ein Element, was für mich das cooler machen könnte und interessanter ist. Es sind so ein paar Dinge, wo ich sage, ey, wenn die Technik stimmt, und da gehe ich stark davon aus, dass es nicht nochmal passieren wird, dass es so verbuggt ist, können die anderen Sachen das nochmal anheben. Ob es ein richtig überragendes Assassin's Creed wird oder vielleicht ein richtig krasses Spiel wird an sich, das wird sich dann entscheiden in Sachen Story, in Sachen Charaktere. Das können wir alle noch nicht beurteilen, ja? Das müssen wir abwarten. Und deswegen denke ich, dass Syndicate ein besseres Unity wird. Ja, weil halt die ganzen Grundpfeiler Unity sind für mich. Und jeder sieht es, jeder hört es, wie gesagt. Und das sind so Dinge, das macht es für mich wahrscheinlich besser als Unity. Ob es dann wirklich so sein wird, das werden wir sehen. Wie gesagt, spätestens am 23. Aber ich bin guter Dinge. Mittlerweile bin ich guter Dinge. Ich bin trotzdem nicht überhyped oder sonst was. Ich bin trotzdem vorsichtig. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Aber abwarten, ja. Trotzdem abwarten werde ich. So. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich werde es bald sehen. Hoffentlich in den Kommentaren von euch. Schreibt da gerne mal eure Meinung rein. Ja. Was ihr davon haltet. Seid ihr richtig krass gehypt? So wie bei Unity? Seid ihr das? Oder bei Assassin's Creed 2? Wenn das überhaupt jemand... Also, ein paar von euch haben es wahrscheinlich damals schon richtig mitgemacht, diese Vorfreude. Aber einige von euch wahrscheinlich auch nicht. Also, wer jetzt 13, 14 ist, wird wahrscheinlich Assassin's Creed 2 den Hype damals nicht so krass mitbekommen. Ne? Muss man schon von damals sehen. Das ist krass, ne? Ja, naja, geht. 6 Jahre. Obwohl, warte mal. 6 Jahre? 5 Jahre? Wann kam das raus? Der zweite Teil? 2007? Ist ja auch egal. Aber da war das so, boah, krass, Mann. Krass. So, Unity auch. Also, ich habe mich übertrieben gefreut. Ihr habt ja letztes Jahr gesehen, wie ich da abgegangen bin mit den Videos und so weiter. Ich habe die Werbetrommel gerührt, als wenn ich bezahlt worden wäre von Ubisoft. Wurde ich leider nicht. Warum nicht? Wo ist meine Kohle? Ubisoft. Hä? Andere werden bezahlt dafür, dass sie... Ach, egal. Nee, also, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich auf euer Feedback. Und wie gesagt, wenn das Feedback richtig gut ist, kann man sich nochmal überlegen, nochmal ein, zwei Videos vorher zu machen. Wie gesagt, so Season Pass drüber reden, wäre ganz interessant. Gegenwart, so, was könnte kommen, was nicht. Ich glaube, das wird nämlich dieses Jahr richtig interessant. Ja, ansonsten war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wie gesagt, checkt Facebook und Twitter ab. Teilt das Video hier gerne mit euren Freunden und sagt, ey, wenn du Assassin's Creed sehen willst, musst du es bei ihm gucken, ansonsten kriegst du eine Schelle. So könnt ihr es sagen. Machen natürlich nicht, aber er ist dann selber schuld, so, wenn er es nicht guckt. Oder wenn sie es nicht guckt. Gut, das war's. Bevor ich weiter Scheiße laber, möchte ich euch nochmal eins mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Tschüss.